Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frag den Berger. Hallo Herr Wolf, grüße Sie. Hallo Geiger. Ton klappt. Ja, ich denke, wir haben schon die ersten Fans, die live uns verfolgen. Und ja, begrüße alle und bin gespannt, was für Fragen im Lauf der Woche uns erreicht haben, beziehungsweise welche Fragen wir heute live gestellt bekommen. Damit verbunden eben auch die Aufforderung, uns doch gerne die Fragen hier live auf YouTube oder auf Facebook zu stellen. In der Regel dauert es eben ein paar Sekunden oder 2, 3 Minuten, bis die Züchter hier live dabei sind, aber die Teilnehmerzahl gehen jetzt schon hoch. Ja, sodass wir mit den Fragen, die wir unter der Woche bekommen haben oder vielleicht auch noch offen geblieben waren aus der letzten Woche. Da war, glaube ich, etwas, dass Sie die mir stellen und wir die abhandeln können. Ja, erstmal eine Frage von Weckerberger. Wissen Sie eigentlich, wann wir mit Frag den Berger Geburtstag feiern dieses Jahr? Also es müsste doch jetzt eigentlich bald kommen, oder? Ich meine, es war entweder das letzte Märzwochenende oder das erste Aprilwochenende, zu dem wir den ersten Live-Podcast gestartet hatten, aber das lässt sich ja nochmal nachschauen. Habe Okay, ich jetzt müssen wir. nicht, ich habe hier zwar eine Notiz, wo ist die Notiz? Ja, die Frage hätten Sie mir 2 Minuten früher stellen sollen, bevor wir Das live waren, dann hätte ich nochmal nachgeschaut. ist mir gerade erst eingefallen. Vielleicht sollte man auch noch mal da so eine Geburtstagsfolge machen, vielleicht noch mal resümieren und vielleicht noch mal von den Leuten Feedback einfragen, was man verändern sollte, was man besser machen kann. Bisher kommt das, habe ich kriege ich überwiegend positives Feedback, was uns sehr freut. Ich hab jetzt nachgeschaut, es müsste der 29. April gewesen sein. Ja, vorher hatten wir diese Frag den Berger Videos produziert und dann ausgestrahlt, ne? Genau, da haben wir nicht live gesendet, sondern haben die Fragen gestellt quasi und dann ein Video dazu aufgenommen und das haben wir gestartet. Wann ist denn hier? Ja, vor einem Jahr, genau. Frag den Berger hier. Das war nicht live. Was ist denn das für ein Datum? Entschuldigung. Das war sogar am 19. Februar schon. Oh, Da okay. haben wir unter dem YouTube-Kanal das erste, ich glaube, das erste Frag den Berger-Video. Aber live, das war der 29. April. Ja, jetzt kommen auch schon die ersten Fragen rein. Vielen Dank dafür. Silvia fragt, was kann ich Gutes für meine Hühner während der Stallpflicht tun? Wir kriegen ja ab und an auch Fragen oder den Hinweis, dass wir doch nicht nur einen reinen Brieftauben-Podcast machen sollen, sondern eben auch für die Geflügel. Das kann ich jetzt an der Stelle mal versuchen. Ich habe ja auch eine Vergangenheit, sozusagen nicht so zwingend als Hühnerzüchter. In Kindheit hatten wir auch Hühner. Aber während der Stallpflicht ist es wichtig, eigentlich die Hühner zu beschäftigen. Ja, die Problematik ist ja, dass sie relativ viele Tiere dann auf einem engeren Raum haben und dann sie unter Langeweile dort, ja, leiden will ich nicht sagen, aber eben sich dann langweilen und dann möglicherweise Unarten wie das Federpicken auch anfangen. Und dafür ist es sinnvoll, die Tiere zu beschäftigen. Das kann man einmal mit Steinen machen. Also es gibt solche Mineralblocks. Pickblock heißt es bei uns zum Beispiel. Das ist so ähnlich wie ein Taubenstein, sind die gepresst. Da ist ein bisschen Getreide auch mit bei, sodass die Tiere dann motiviert werden, eben länger sich mit diesem, ja, Fressen und Picken dieses Picksteins zu beschäftigen. Gemüse aufhängen. Es gibt auch Züchter, die Styropor an Faden aufhängen, sodass die dann quasi mit dem Styropor sich beschäftigen und nicht eben mit sich selbst so sehr. Also Dinge sozusagen anbieten, die eine Art Abwechslung für das Huhn und für die Hühner letztendlich darstellen. Und fütterungsseitig sollte man auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass die Versorgung mit Methionin, also schwefelhaltigen Aminosäuren, sichergestellt ist. Denn ein Mangel an Methionin, weiß man, führt auch dazu, sich diesen Bedarf sozusagen über einen anderen Weg zu decken. Und dann kommen die Federn eben ins Spiel, was dann halt auch blutig ausgehen kann. Fällt mir noch was ein? Da kann ich vielleicht noch was einwerfen. Und zwar haben ja viele
Hühnerhalter draußen, so eine kleine überdachte Ecke, wo die Tiere Staub baden können. Das ist ja sehr wichtig. Das sollte man darauf achten, dass man das auch in den Stall jetzt, also das ist ja nicht einfach im Vergessenheit gerät, sondern dass man das in den Stall mit umzieht. Vielleicht ein Kieselgurt mit reinmachen, dass das gleichzeitig noch gegen die Milben wirkt. Dann muss man wissen, dass ja unter Sonnenlicht Vitamin D entsteht, nicht nur bei uns Menschen, sondern auch bei den Vögeln. Und bei den Hühnern ja demzufolge auch. Und wenn die Tiere nicht mehr an der Sonne sind, also an der frischen Luft sind, also an Sonnenstrahlen, dann kommt zu wenig Vitamin D bei den Hühnern an. Das kann dann gewisse Probleme haben, also Knochenbrüche und was noch für Folgen kommen können. Deshalb würde ich das Vitamin A, D, E, C empfehlen, womit man das Vitamin D synthetisieren kann. Und wenn man mehrere Tiere in einem kleinen Hühnerstall hat, muss man auch auf die Atemwege Acht geben. Und das würde ich deshalb das Bio-Airfresh empfehlen, dass man das regelmäßig ansprüht. Okay, Sie hatten noch was? Oder? Nein, das war eine gute Ergänzung zu dem, was ich gesagt hatte. Ja. Okay, eine Frage kommt von Runner. Hallo, haben Sie schon mal erlebt bzw. davon gehört, dass ein Weibchen 3 Eier legt, in Klammern innerhalb von 3 oder 4 Tagen? Und das auch bei mehreren gelegen. Also was man auf jeden Fall nochmal überprüfen müsste, was ich schon erlebt habe, ist, dass 3 Eier in einem Gelege waren, aber dann in einem anderen Gelege nur 1 Ei. Also dass ein Weibchen quasi in der falschen Zelle ihr Ei gelegt hat. Auch sowas gibt es. Das müsste man jetzt ausschließen. Und ansonsten habe ich selbst noch nicht erleben dürfen oder müssen. Kann ich mir aber vorstellen, ja, dass es auch mal hormonell bedingt eben einen dritten Eisprung gibt. Das würde ich jetzt nicht irgendwie ausschließen. So ein Ei würde auch höchstwahrscheinlich ganz normal gebildet sein, also auch ein normal entwicklungsfreudiges Küken rausschlüpfen können. Nur die Frage, ob halt die Elterntiere dann 3 Küken mit ausreichend Kropfschleim, der ja sehr wichtig ist, gerade für die erste Entwicklungsphase. Deswegen man ja auch darauf achten sollte, dass wenn das erste Geschlüpfte sozusagen, also wenn das Ei vom ersten Tag an, das erste Ei vom ersten Tag an bebrütet wird, dann wird dieses Junge ja einen Tag vor dem zweiten Jungtier schlüpfen. Das hat dann oftmals so einen Zeitvorsprung, Entwicklungsvorsprung, dass das später Geschlüpfte sozusagen weniger Kropfmilch abbekommt und da ein bisschen hinterherhinkt. Viele Züchter sagen, ja, die Natur gleicht das schon aus. Ich gehe dann her und nehme das weniger, also etwas kleinere Junge, und lege es mit einem anderen kleinen Jungen, wo vielleicht dasselbe Phänomen ist, zusammen. Also tu quasi die 2 größeren zusammenlegen in ein Nest und die 2 kleineren zusammenlegen in ein Nest. Markiere mir die, damit ich weiß, wer aus welchem Nest kommt, sodass ich hier dann eine gleichmäßige Entwicklung auch der später geschlüpften Jungen sicherstellen kann. Ja? Und, aber hier 3 Eier kann ich mir schon durchaus vorstellen. Das ist mehrfach passiert. Ja, auch vorstellbar, wobei es wahrscheinlich schon dann ja irgendwie ein hormonell bedingt möglicherweise der Fall ist. Ja. Also das habe ich auch schon gehört, auch von einem bekannten, sehr guten Züchter, der auch, wie Sie sagten, alle Eier, alle Gelege waren voll mit 2 Eiern und in einem waren halt 3 Eier drin. Also da war schon, das Weibchen auf jeden Fall 3 Eier gelegt. Also es gibt es und keinen Grund zur Sorge. Wenn die jetzt natürlich nach dem zweiten Ei angefangen haben zu brüten, dann kann das, wenn es 3 Tage später gelegt worden ist, natürlich problematisch werden. Ja, da müsste man sehen, wie sie schlüpfen und ob man das umlegen kann in ein Nest, wo vielleicht ein Ei nur befruchtet ist. Wenn halt alles befruchtet ist, dann hätte man noch die Empfehlung von unserem Optibreed, was ja gerade für die Handaufzucht eigentlich von Papageien gedacht ist, aber auch beim Taubenbereich haben Sie ja mal sehr gute Erfahrungen gesammelt, haben Sie hier im Podcast auch schon mal berichtet. Cropmilk meinen Sie, nicht Optibreed. Entschuldigung, nicht Optibreed, Cropmilk, genau, sorry. Fehler. Wir werden im Moment so viel sehr positive Rückmeldungen für über Optibreed erhalten wir, dass das jetzt im Kopf war. Also Cropmilk ist ein Produkt, was als Kropfmilchersatz relativ gute, also überraschend gute Ergebnisse gebracht hat in der Entwicklung der Jungen. Und wenn da sozusagen ein Mangel wäre, die Eltern nicht ausreichend viel Kropfmilch für 3 Junge produzieren, dann könnte man da nachhelfen. Ja, kann ich auch empfehlen, funktioniert hervorragend. Da kommt auch gleich eine zweite Frage dazu, ne? Von Pigeon27. Hallo, eine Frage zum Eierumlegen. Wie viel Zeit kann zwischen den verschiedenen Gelegen sein? Um 11.34 Uhr, genau. Also zwischen Gelegen
die man jetzt umlegt, quasi von dem einen Nest zum anderen Nest. Da kann man sagen, bei 2 Tagen Zeitdifferenz, also wenn die 2 Tage früher schlüpfen, das ist alles noch Papa. Möglich. Jetzt wird es hier ein bisschen unruhig. Dann sagt der Mama mal Bescheid. Ja, da geht schon wieder. Jetzt kommt die Post gerade hier, Entschuldigung. Wo waren wir denn? Genau, also 2 Tage frühes Schlüpfdatum, das funktioniert in der Regel noch. Also 1 Tag ist überhaupt kein Problem. 2 Tage früher habe ich Erfahrung, dass es auch noch unproblematisch ist. Am 3. Tag kann es sein, dass die Eltern dann nicht ausreichend Kropfmilch schon füttern, dass es ein bisschen mehr wässrig ist. Dann wäre das gerade genannte Kropfmilch einzusetzen als Überbrückungshilfe sozusagen, weil die Elterntiere dann ja die Kropfmilch immer noch bilden werden. Und ist für mich. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ein Paket gekommen. Und war das zu sehen? Schade. Ja, gestern bestellt, heute geliefert. Ne? Also das geht ja sehr schnell dort. Auf jeden Fall, so und später, da kommt es eigentlich eher darauf an, wann die aufstehen. Ja, das ist dann von Paar zu Paar ein bisschen unterschiedlich. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die, aber da sind 2 Tage länger brüten, eigentlich auch unkritisch. Ja, so lange bleiben die Tauben, die Paare normalerweise auf den Eiern. 3., 4. Tag, das kann dann schon kritisch werden. Ja, manchmal hat man Paare, wenn man Gipseier liegen hat, die brüten nach 5 Tagen immer noch. Aber das ist schon eher die Ausnahme. Und also insofern die Frage, 2 Tage ist eigentlich unproblematisch. Wenn es früher schlüpft, sollte man und kann man sehr gut das unterstützen durch Kropfmilch, das Produkt. Das nimmt man also dann entsprechende Menge, löst es mit ein bisschen Wasser auf und über eine kleine Sonde kann man das vorsichtig in den Schnabel geben. Und also die Sonde sollte so ein kleiner Fahrradschlauch oder irgendwas kleines Elastisches, sodass es halt vorsichtig in den Kropf reingegeben wird. Braucht man ja gar nicht viel am Anfang. Und dann haben die Tiere Energie, Proteine schon. Und die ersten Stunden schaffen die sowieso, weil sie ja über den Dotter, kurz vorm Schlupf wird ja der Dottersack noch eingezogen. Und das ist ja auch die erste Nährstoffreserve sozusagen, auf den die Jungen zurückgreifen. Also insofern ist 3 Tage früher schlüpfen, ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung schon ein Stück weit kritisch. Ich habe ja ganz viel Erfahrung. Ich habe ja angefangen mit der Zucht, ausschließlich mit Rassen, die umgelegt werden. Ja, und die Rassetauben, die wir hatten, Kurzschnäbler, und die haben ja unheimlich sich anstrengen müssen beim Schlüpfen durch den kurzen Schnabel. Ne? Da ist der Eizahn, die Mechanik, die waren dann oft ziemlich matt, haben manchmal den Kopf gar nicht gehoben. Und die haben wir dann auch immer angefüttert. Ne? Damals hatten wir kein Kropfmilch, das haben wir mit Haferschleim damals gemacht. Da war es wichtig, dass die eine Energie bekommen. Und wenn man dann sie beim nächsten Mal kontrolliert hat, dann war es in der Regel so, dass die dann auch den Kopf gehoben haben, den Kopf voll hatten, also von den armen Tieren dann. Und genau. Und der Horst Röhl, den habe ich ja schon oft zitiert hier bei uns im Podcast, das war ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Rassetaubenzüchter. Der hatte für jedes Paar, Zuchtpaar, hatte der 3 bis 4 Ammenpaare. Also, sodass er immer, da war es sogar so, da hat man, mein Vater, der hatte, also zu den Anfangszeiten, wie ich nachher Brieftauben hatte, hatte er weniger Ammen, aber wie ich da eingestiegen bin, erst in die Rassetaubenzucht, pro Zuchtpaar hatte mein Vater 2 Ammenpaare und wir haben versucht, sozusagen die Ammenpaare mit 3, 4 Tagen Abstand oder 5 Tagen Abstand anzupaaren, also dass man quasi 2 Ammpaare hatte, sodass die Kropfschleimzeit verlängert wurde. Ne? Das heißt, die Jungen haben Kropfmilch bekommen von dem ersten Ammpaar. Und wenn die 4, 5 Tage alt waren, sind die umgelegt worden in ein Nest, wo sozusagen geschlüpft wird. Also wo quasi 3, 4, 5 Tage späterer Schlupftermin war, sodass die Zeit, in der die Jungen Kropfmilch bekommen haben, sogar verlängert wurde. Das würde ich jetzt mit Brieftauben nicht zwingend machen. Aber diese Rassen waren halt nicht so entwicklungsfreudig also nicht so schnell in der Entwicklung. Und da hat man die Entwicklungszeit im Nest sozusagen verlängert. Und damit war man sehr erfolgreich. Okay, dann kommt die Frage, welche Produkte empfehlen Sie nach der Zucht? Das ist ja ganz davon abhängig, was dann ansteht und was man selber auch leisten möchte, also unterstützen möchte.
ich sage jetzt mal bei Jungtauben, die abgesetzt sind, da würde ich die Darmstabilität und Immunität unterstützen wollen. Das heißt, da wäre die Empfehlung, mit unserem Entrobac und dem Immunbooster zu arbeiten, in Kombination mit Morgol zum Beispiel. Das ist etwas, was ich bei Jungtauben, die abgesetzt sind, wenn die dann gut fressen, gerne ergänze regelmäßig, um den Infektionsdruck zu senken. Da ist unser Avitress halt ein Produkt, was man empfiehlt. Das geben wir 365 Tage im Jahr bei nicht reisenden Tauben und auch reisenden Tauben, allerdings da nicht am Einsatztag, nicht am Flugtag. Und genau, jetzt bei Zuchttauben oder wenn die Frage darauf abzielt, was empfehlen wir bei den Reisetauben, wenn die jetzt Junge quasi großgezogen haben, da würde ich schon sehr früh auf den Versorgungsplan oder die Produkte, die im Versorgungsplan sind, sozusagen zurückgreifen. Ich würde über einen längeren Zeitraum auch nach der Zucht nochmal, wenn da Zeit noch ist, bis zum Reisebeginn, auch vielleicht die Atemwege nochmal besonders pflegen mit dem Atemfrei und Avimycin Forte. Das sind ja natürliche Produkte, womit man die Tiere nochmal unterstützen kann. Also das kann man sehr differenziert behandeln, hängt immer ein Stück weit davon ab, was der Züchter selber für Gedanken hat, für Anforderungen in seinem Bestand noch sieht. So, wenn wir im Hinblick auf Trainingsfreude, ja, die Tauben haben gezüchtet, gehen jetzt in den Freiflug, sollen ordentlich gut trainieren. Da kann man dann auch schon auf die Stoffwechselunterstützung eingehen, mit dem Hexenbier, mit unserer Blitzform oder nachher sogar auch Canispeed einsetzen, sodass die Trainingszeit, das Trainingsintensität verbessert wird. Ja. Also kann man sehr, sehr viel empfehlen, hängt immer ein Stück weit davon ab, was man selber für einen Anspruch und für Ziele verfolgt. Und was man hat noch für einen Plan anschließend hat, ne? Wenn man zum Beispiel gleich jetzt in die Verdunklungsphase reingeht, ist natürlich das Taubengold wichtiger. Wenn man sie wirklich frühzeitig impfen will gegen die Rotaviren, ist das Immunbooster halt wichtig. Also das ist halt immer optional zu sehen, unsere Pläne. Also wir haben auch keinen starren Plan, sondern wir können immer angepasst und sollte immer angepasst werden. Ja. Frank Graf fragt, hallo ihr beide. Ich bin im Moment dran, die Tauben an das Canispeed zu gewöhnen. Ist es okay, wenn ich am Anfang nur die halbe Menge gebe oder sollte man es sofort in voller Dosierung tun? Danke. Tatsächlich, beim Canispeed muss man gar keine Gewöhnung durchführen. Das ist geschmacklich so neutral. Da kann man, da wird man keinen negativen Aufnahme feststellen können. Ne? Also insofern kann man auch jetzt mit der halben Dosierung sicherlich starten. Da hat man schon eine gewisse Akkumulation im Muskel. Das ist zu so einem frühen Zeitpunkt wie jetzt ja auch noch, sagen wir mal, monetär sinnvoll, weil Canispeed, Canitin ist ja ein ziemlich hochpreisiger Rohstoff. Das heißt, das Produkt hat schon einen relativ hohen Preis. Über die langfristige Gabe, die notwendig ist, da würde ich schon empfehlen, noch jetzt auch mit einer, also noch ein bisschen zurückhaltend zu sein. Das kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt noch starten. Aber wenn man jetzt quasi, habe ich ja gerade gesagt, den Freiflug unterstützen möchte, kann man das über Canitin auf jeden Fall machen. Kommen die Tiere in eine viel höhere Flugfreude. Und das ist etwas, was man super beobachten kann bei Jungtauben, wenn die am Ziehen sind schon dreiviertel Stunde, Stunde. Wenn man damit Canitin anfängt, dann werden die 20, 30 Minuten länger ohne Probleme relativ schnell anfangen zu ziehen. Und genau, bei Alttauben, da kommt es drauf an, wie das Verhältnis Schlag und so weiter. Da gibt es viele andere Einflussfaktoren. Aber wenn man einen flugfreudigen Bestand hat, wird man das feststellen, dass die flugfreudiger werden. Und damit eben auch belastbarer und die ganzen Reiseaktivitäten eben einfacher sind zu starten. Also ich empfehle es, kann Tina auch gerne schon zu den Vorflügen. Es gibt ja jetzt schon Erfahrungen, die mit Vorflügen jetzt bald starten. Und da kann dann das auch gut einsetzen, dass der Trainingseffekt halt gleich viel besser genutzt werden könnte. Martin Schulz fragt, Frage zu Canispeed, wenn ich es 7 Tage während der Reise gebe, ist es dann schlecht, wenn das Futter keine 10% Fettanteil hat? Canitin wird ja erst ab diesem Fettgehalt im Futter im Körper der Taube verarbeitet, stimuliert die Taube. Nein, das ist nicht korrekt. Canitin muss, also der Nutzen und die Effekte vom Canitin hängen gar nicht unmittelbar am Fettgehalt des Futters. Selbst eine Körnermischung, wo weitgehend auf die fettreichen Komponenten verzichtet wird, da wird ja die Taube, wenn sie eine Stunde geflogen ist, auf eine reine Fettverbrennung umgeschaltet haben,
selbst wenn im Futter gar nicht so viele Fette enthalten sind, die Taube baut ja innerhalb der Woche, also wenn sie gefüttert wird, Glykogenreserven werden zuerst gefüllt. Und wenn die Glykogenreserven in der Leber, im Muskel gefüllt sind, dann wird die Taube aus den zugeführten Kohlenhydraten, sogar aus den zugeführten Proteinen, werden sie selber Fette bilden. Das heißt, auch bei einer fettarmen Ration, ganz ohne Fett geht es ja nie, aber selbst bei einer fettarmen Ration wird die Taube im Stoffwechsel nach einer Stunde Fliegen auf Fettverbrennung umstellen. Und dann ist Carnitin positiv. Carnitin hat, na dann komm mal her. Carnitin, aber musst du mir zuhören. Aber Carnitin hat noch einen positiven Effekt, der gar nicht unmittelbar mit dem Fettstoffwechsel in Zusammenhang steht, sondern mit dem Laktat zu tun hat. Carnitin im Muskel als Acylcarnitin, wird es dort ja gefunden, dient als Pufferfunktion. Das heißt, wir haben eine, wenn der Muskel stark belastet ist, hart arbeiten muss, jetzt macht sie Faxen hier, hart arbeiten muss, hallo, wir sind live, die ganze Welt sieht dich jetzt. Ja, du lachst. Wenn der Muskel stark arbeitet, wird ja, also in den anaeroben Bereich kommt, dann wird ja Laktat gebildet, Milchsäure. Und diese Milchsäure wird abgefangen, ja, das ist eine Pufferkapazität, mach keine Faxen hier. Das ist eine Pufferkapazität, die wir erhöhen mit der kontinuierlichen Fütterung von Carnitin. Und das hat mit dem Fettstoffwechsel erstmal so primär gar nicht direkt was zu tun, sondern mit der Bildung des Laktats, also der Milchsäure. Komm, geh mal zur Mama wieder. Mit der Bildung der Milchsäure. Und das ist ein ganz wichtiger Effekt. Dann haben wir, stellen wir ja fest, bei mit Carnitin versorgten Tieren, bei Pferden ist das sehr gut untersucht worden, dass die Körpertemperatur in der Belastung weniger stark ansteigt als bei Tieren, als bei der Kontrollgruppe sozusagen. Ja, da hat man zwei Gruppen, gleiche Belastung und die Körpertemperatur gemessen. Und bei den mit Carnitin versorgten Tieren ist der Anstieg der Körpertemperatur bei identischer Belastung niedriger. Das heißt, dafür auf Tauben übertragen, die können länger fliegen, ohne Wasser aufnehmen zu müssen. Ja, also der Stoffwechsel funktioniert sozusagen ein Stück weit reibungsloser, also es wird weniger Wärme produziert. Und das ist physiologisch gesehen ein Riesenvorteil. Deswegen ist diese Aussage, wir brauchen ein fettreiches Futter mit 10%, das ist nicht richtig. Was aber richtig ist, das ist aber unabhängig von Carnitinversorgung im Grunde genommen sogar, dass eine fettbetonte Fütterung über die gesamte Woche, die bringt extreme Vorteile, weil die Taube eben dann gar nicht aus den Kohlenhydraten selber Fette bilden muss. Und die pflanzliche Fette, das sind ja mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der größeren Anzahl dann auch enthalten. Sprich, das ist eher ein Öl als ein Fett auf Basis von, also wenn wir der Körper selber Fette bildet, dann sind das gesättigte Fettsäuren und die sind anders mobilisierbar, die ungesättigten Fettsäuren, also die Energiequelle ungesättigte Fettsäuren ist günstiger, also ein Öl als selber ein Fett zu bilden. Ja? Also das Fett übers Futter zuzuführen ist für die Taube günstiger, als das Fett selber bilden zu müssen. Und deswegen sind Futtermischungen mit einer höheren Anteil Fett in der Reisezeit, in der Belastungsphase total positiv. Und daher kommt vielleicht dann auch die Auffassung, dass sozusagen fettreiche Rationen sinnvoller sind. Ne? So, und wenn das halt zusammenkommt, ich versorge die Tiere mit Carnitin, ich habe gleichzeitig die fettbetonte Ernährung ohne Futterumstellung im Verlauf der Woche, dann, also große Futterumstellung, damit der Verdauungstrakt hier keinen Stress hat, sich da anpassen zu müssen. Das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, wenn ich fettreich füttere, wird die Taube ja viel Gallensäure bilden, weil die Fette ja emulgiert werden müssen, damit sie als feinste Fetttröpfchen dann über die Lymphwege aufgenommen werden können. Wenn ich also wenig Fette füttere, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann Donnerstag auf einmal viele Fette, dann hat die Taube nicht diese Fettverdauung, weil die Gallensäure ja gar nicht in der Menge da ist. Die haben keine Gallenblase, Tauben, das fehlt, dieses Organ haben die nicht, wo die Galle gespeichert werden würde und könnte dann abgegeben werden, das haben die nicht. Die müssen also kontinuierlich produzieren und das machen sie eben besser, wenn ich immer fettreiche Nahrung aufnehme. Deswegen ist es so wichtig, keine Futterumstellung durchzuführen. Und genau, und also das sind, glaube ich, die Aspekte, die man bei der Frage eigentlich einbringen muss und behandeln muss. Oder wissen. Also wir wissen es, muss ja keiner wissen,
wichtig ist, dass man verstanden hat, ja, alles klar, die haben hier ein physiologisch, haben die den Verständnis, was bei der Daumen passiert, kann man vertrauen und machen wir halt so, wie es vorgeschlagen ist. So, so ganz einfach. Ja, ja, vielen Dank. Martin Schulz sagt, dass er auch letztes Jahr ein jähriges Weibchen hatte, was Eier gelegt hat in einer Einzelbox. Thomas T. fragt, hallo, ich habe ein paar Vögel mit kahlen Stellen auf der Brust beobachtet. Was könnte das sein? Liebe Grüße. Das wären höchstwahrscheinlich, wenn es jetzt in den letzten Tagen, Wochen aufgetreten ist, also erst seit kurzem, höchstwahrscheinlich Federbalgmilben sein. Diese Milben sitzen in der Feder drin, der Befall findet während der Mauser statt, ja, also während die Federn quasi gebildet werden, sind die dann in der Spule drin und solange die in der Spule sind, können wir die auch gar nicht behandeln, weil die Spule ist nicht mehr durchblutet, da kommt kein Wirkstoff hin, egal ob man jetzt Ivermectin als Nackentropfen einsetzt oder ein Ektoparasitenmittel, das kommt nicht an die Spule ran. Und wenn es wärmer wird, ist typisch für die jetzt für im März, da tritt das in der Regel dann auf, dass die Milbe sich sozusagen aus dieser Spule herauskämpft, ja, die frisst quasi von innen die Feder auf, dann knicken die relativ nah an der Haut ab. Und wenn das so aussieht, dann sind das höchstwahrscheinlich Federbalgmilben, die also in dieser Spule sitzen. Dafür ist das schon genannte Ivermectin eigentlich ein Mittel der Wahl oder Avermectin, das ist ja ein Nachfolgeprodukt vom Ivermectin. Das sollte man auf die Haut geben als Nackentropfen, aber ich würde das dann direkt auch auf der Brust anwenden. Wichtig ist, um den Bestand zu sanieren, dass man das später in der Mauserzeit wieder macht. Weil wie gesagt, bei den Tauben, wo diese Milbe jetzt in der Spule ist, die wird man erstmal nicht erwischen, sondern erst, wenn die dann wieder aktiv werden. Ja? Also man kann das jetzt nicht verhindern, dass diese kahlen Stellen auftreten. In der Regel sind das 1, 2, vielleicht 3 Tiere, im ersten Jahr und im Jahr drauf sind es dann noch einmal 10 oder 15 und wenn man da nicht handelt sozusagen, dann werden es immer mehr. Ich hatte letztens noch jemanden eine Anfrage, da waren das überwiegend die jährigen Vögel, also nur Jährige und ich glaube ein Weibchen, der Rest Vögel, wo das aufgetreten ist und da habe ich die Frage gestellt, waren die Tauben früh getrennt, also die Jungtauben sind die letztes Jahr schon früh getrennt worden, es war tatsächlich so. Und da ist offensichtlich der Eintrag im Herbst während der Mauser passiert, in dem Abteil, wo die jährigen Vögel saßen. Ja? Und das eine Weibchen war vielleicht sogar erst als Vogel erkannt und später als Weibchen tätig. Weiß ich jetzt nicht. Aber das war für mich auch ein Hinweis, dass das offensichtlich da so ein Bestandsproblem entstanden ist durch einen Eintrag, der irgendwie stattgefunden hat. Okay, dann Fragen. Cumulus Dancer Z fragt, hallo zusammen, eine Frage zur Minimierung von Hitzestress. Hecheln führt zu einer Atemalkalose mit ansteigendem Blut-pH. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, zusätzlich Elektrolyte zuzufüttern? Was darf das zu machen? Muss ich erstmal nachdenken. Das ist ja jetzt eine Erkenntnis, die im Humanbereich gewonnen wurde. Ja, dass wir, wenn wir hyperventilieren, sozusagen bis in Koma fallen können. Also wenn wir sehr häufig starke Frequenz, kurze Atemzüge machen, dieses Hecheln. Was passiert beim Vogel? Das Hecheln beim Vogel ist ja nicht ein Belüften der Lunge. Das passiert ja nur in dem vorderen Atemwegsbereich, weil was passiert beim Hecheln? Der Vogel will Wärme abgeben. Und die Thermoregulation beim Vogel funktioniert eben sehr oder insgesamt über das Verdunsten. Ja. Wir haben dafür Schweißdrüsen entwickelt, die Säugetiere, deswegen schwitzen wir, wenn es uns warm wird, weil wir damit Wärme abgeben. Schweißdrüsen haben die Vögel nicht. Die Vögel machen das Hecheln, weil die Schleimhäute benetzt werden können, sozusagen. Und über die Schleimhäute wird dann Wasser abgegeben, also verdunstet. Und deswegen hecheln die, ja, und das ist quasi die Kehle, die hier stark vibriert. Ich bin jetzt eigentlich 100% sicher, aber wenn ich das so vor mir sehe, dann glaube ich, ist das nicht ein Belüften, hochfrequentes Belüften der Lunge. Das findet nicht statt. Dann müsste man ja am ganzen Körper eigentlich das Hecheln sehen, weil die Taube ja, die Vögel haben ja eine starre Lunge, ja. Wir haben eine Lunge, die sich dehnt, wie ein Blaseball quasi. Das haben die Vögel nicht. Die Vögel haben einen starren, festen Blasebalg und die Lunge wird, die Luft strömt quasi beim Einatmen durch die Lunge.
und die Luftsäcke sind das, die aufgeblasen werden. Ja? Also die Luftsäcke dehnen sich und beim Ausatmen geht die Luft ja nochmal durch die Lunge. Das ist ja der Vorteil, deswegen hat es die Natur ja so erfunden, weil dann die Luft quasi zweimal durch die Lunge geführt wird und zweimal Sauerstoff aus der Luft ins Blut übergeht. Ja? Also das, der Ausatem, der CO2-Gehalt oder der Sauerstoffgehalt der Ausatemluft beim Vogel ist niedriger als beim Mensch, weil die effektiver Sauerstoff aus der Luft rausholen können. Und dafür ist diese starre Lunge, das ist auch fürs Fliegen viel besser. So, und diese und dieses Häscheln, das passiert nicht in der Lunge, ja. Also die Luftsäcke, die vibrieren ja nicht so schnell. Deswegen wird es diese Atemalkalose hier genannt. Ich denke mal, das ist gar nicht falsch, der Begriff. Bin jetzt aber auch nicht 100% sicher, ob das der richtige Begriff ist, aber wir wissen, was gemeint ist. Und das wird beim Vogel gar nicht stattfinden. Also insofern, was ich zusätzlich weiß aufgrund von Blutuntersuchungen, dass während des Wettfluges, selbst bei hohen Temperaturen, wenn die Tauben eben mehr kühlen müssen, gar keine Elektrolyte abgegeben werden. Elektrolytverlust findet über die Schweißdrüsen in Mengen statt. Habe ich gerade gesagt, Vogel hat keine Schweißdrüsen. Das heißt, es entsteht kein Elektrolytmangel beim Wettfliegen oder Distanzfliegen. Das ist hat über, aus Mensch übertragen, dass Elektrolyte irgendwie nach dem Flug gegeben werden sollen. Empfehlen wir gar nicht. Wir empfehlen für die Regeneration unser Rotosal und dann noch Aminosäuren. Über das Betiamin Forte, was ja hochkonzentriert Aminosäuren enthält. Da sind zwar auch Spurenelemente, also Elektrolyte drin, aber die sind in dem Moment gar nicht so entscheidend, sondern die Aminosäuren sind entscheidend, weil je schneller nach einer Belastung Aminosäuren aufgenommen werden, umso besser finden die ersten Reparaturmechanismen im Muskel statt. Deswegen sieht man jeden professionellen Sportler nach dem Wettkampf, wenn der im Ziel ist und hat dann schon Minuten nach dem Zieleinlauf, haben die ja schon Interviews, da sind die alle am Trinken. Das sind Eiweißcocktails mit Energie auch, weil man weiß, dass dann die Muskelreparaturmechanismen schon in Gang gesetzt werden dadurch. Es gibt ja kleinste Verletzungen in der hohen Belastung und das will man damit eben entgegenwirken. Genau, und deswegen, also Hitzestress, das ist eine völlig normale Reaktion. Und je besser die Tiere sich akklimatisieren, umso geringer wird ja dieses Häscheln nach dem Freiflug sozusagen. Aber wenn es halt heiß wird, müssen die kühlen. Das ist halt so, ja. Und, okay, dann genau. Frage Baldur Hülsi Deutschland hätte eine Frage, ab wann kann man den Jungen Vitale Top geben und wie viel kann man in der Woche dann geben? Im Grunde kann man das sogar auch im Nest schon einsetzen, aus dem Nest heraus. Das erklärt also, dass man das eigentlich vom ersten Tag an schon machen kann. Die Tauben haben keine Geschmacksrezeptoren für diese Schärfe, die wir dort enthalten haben. Also diese Scharfgehalte, die wir ja extrem schmecken. Ja, also das sollte man nicht probieren. Da hat man echt, also wer scharf essen kann, gerne. Aber wer scharf nicht so gut essen kann oder verträgt, der wird sich wundern. Und die Tauben haben keine Geschmacksrezeptoren dafür. Deswegen kann man das eigentlich unproblematisch ins Wasser geben. Man muss aber aufpassen, wenn man das ins Trinkwasser macht, dass man das, wenn man das reinspritzt, dass kein Tropfen zurückkommt. Da kenne ich auch jemanden, der hat da. Also das, ja, ist mir tatsächlich mal passiert. Da war ich noch kein Brillenträger. Zumindest hatte ich in dem Moment keine Brille auf. Und da habe ich wir haben ja diese Dosier, diesen Gummipropfen, den wir auf Blitzform zum Beispiel drauf haben oder auch beim Rotosal mit anbieten oder mit in der Packung noch ist. Und also ich habe auf jeder Flasche, die flüssig ist, diese Dosierspritze oben drauf über diesen Propfen. Wenn die Spritze drauf ist, ist es ja verschlossen, also sicher. Und habe dann quasi die Spritze aufgezogen und ins Wasser rein. Und dann ist es so in das Wasser rein, dass ein Tropfen wieder rausgesprungen ist quasi und mir genau ins Auge. Ja. Ich habe gedacht, ich werde blind. Ja. Und also deswegen, da soll man echt aufpassen. Es steht auch, glaube ich, auf der Packung drauf, dass man aufpassen muss, dass es nicht ins Auge kommt, weil das ist echt unangenehm. Also habe dann mit Wasser ausgespült, ja, und das war dann relativ schnell auch wieder weg und okay. Aber also ist nicht der Grund, dass ich jetzt Brillenträger geworden bin, aber das sollte man echt vermeiden. Beim Avitress haben wir das ja auch mal gehabt. Das ist ja übrigens der Grund, dass wir diesen Dosiereinsatz nicht mehr in der Flasche verwenden,
weil da ist jemand mal passiert, dass dass es ins Auge kam und er da auch echt einen Schaden durcherlitten hatte. Ne? Okay, der Brieftaubenkurier fragt: Hallo Herr Berger, hallo Friedrich. Früher, als Beiprodukte noch ein Fremdwort war, haben einige Züchter vor Preisflügen Traubenzucker in die Tränke gegeben. Wie ist sowas heute zu bewerten? Ich kann mich an die Zeit nicht erinnern, dass Beiprodukte ein Fremdwort waren. Und ich betreibe Brieftaubensport seit 1981. Und da war das vielleicht eher noch die Bierhefe und das Weizenkeimöl. Also sicherlich auch ein bisschen weniger differenziert. Ich erinnere mich aber noch sehr gut an zum Beispiel die Dr. Assmann-Produkte. Das waren homöopathische Präparate, die ich in meiner Jugendzeit, sage ich mal, auch eingesetzt hatte damals. Also ich glaube nicht, dass es ein Fremdwort war. Vielleicht wird es heute noch intensiver praktiziert. Und das liegt sicherlich dann auch an uns, die wir uns ja sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, was für Möglichkeiten gibt es halt, Gesundheit zu verbessern, durch Infektionsdruck senken, Immunität verbessern, Regeneration und so weiter. Also da sind wir ja schon sehr, sehr aktiv. Und und konkret die Frage Traubenzucker in die Tränke. Traubenzucker sind ja, wie sagt der Name, Kohlenhydrate. Also Fructose, das ist Glucose, Saccharose, glaube ich, in einem. Und korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Und diese Kohlenhydrate am Einsatztag, die Glykogenspeicher werden voll sein, die wird die Taube benutzen, um daraus Fette zu produzieren. Das, was ich ziemlich eingangs mit einer Frage über die Fettgehalt eines Futters ja auch viel besprochen habe, das hat eine Bedeutung auf die Energiezufuhr, aber sind ja minimale Mengen. Ja? Wenn ich so einen Esslöffel Traubenzucker für 20 Tauben ins Wasser gebe, dann ist so auf dem Esslöffel sind dann da 20 Gramm. Dann habe ich vielleicht, wenn die Tauben das Wasser ziemlich austrinken, haben sie 1 Gramm pro Taube aufgenommen. Wenn ich 10 Gramm Taubenfutter füttere mit einem Kohlenhydratgehalt von so 60%, dann haben sie 6 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen. Ne? Also daran kann man ja schon ableiten, wie viel Energie es am Ende wirklich ist. Ja. Gerade, dass hier ja gefragt wird, vor dem Preisflügen, wirklich, also beim Einsetzen, also wenn die jetzt total abgekämpft nach Hause kommen und sind fix und alle, dann kann ich mir das auch vorstellen. Dann empfehlen wir auch unser Mumm. Aber wirklich vorm Einsetzen sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit. Und also ich stelle mal die These auf, dass das vor der Beiproduktezeit und auch danach keinen Effekt haben wird. Naja, das ist ja so ein Punkt. Ja, man muss, glaube ich, also es ist sinnvoll, wenn man den Stoffwechsel und den Stoffwechsel des Vogels und insbesondere eben den der Taube so versteht und auch eben im Unterschied zum Säugetier oder zum Menschen eben versteht. Ja, es gibt ein paar Unterschiede. Und wir als Menschen haben gar nicht die Fähigkeit, die Fette so zu verbrennen, wie das die Taube macht. Nach einer Stunde Flug verbrennen die nur noch Fette und keine Kohlenhydrate mehr. Ja? Das findet bei uns gar nicht statt. Selbst der Marathonläufer, der Durchschnittsläufer, der nach 4 Stunden ins Ziel kommt, 3 Stunden, 4 Stunden ins Ziel kommt, also 3 Stunden ist ja schon schnell, der verbrennt überwiegend Kohlenhydrate. Und da ist natürlich die Banane, die er da unterwegs aufnimmt, oder der Energietrink, wo viel Kohlenhydrate drin sind, total sinnvoll. Aber bei der Taube spielt an, und noch dazu 12 Stunden, 14 Stunden vor der eigentlichen Belastung oder Leistung, wo der Energieverbrauch dann stattfindet, spielt das keine Rolle, ja? Ob ich da 1 Gramm Zucker noch zusätzlich aufnehme, zumal die Glykogenspeicher ja voll sein werden. Also es ist ja viel besser, da 1 Gramm Sonnenblumenkerne zu füttern, wo die Tiere nochmal Fette aufnehmen, die sie ja, wenn die Fettverdauung halt eingestellt ist, dass die Tiere Fette gut verdauen, dann werden die emulgiert und so weiter, gehen in die Lymphgefäße, in die Blutbahn und können da sofort verbrannt werden oder der Energiegewinnung zugeführt werden. Und das ist ja viel effektiver, viel wertvoller, als jetzt so einen Löffel Traubenzucker ins Wasser zu machen. Ja. Aber bevor man gar nichts macht, sozusagen, ist es natürlich auch eine gewisse Unterstützung, aber es kann man viel zielgerichteter, abgestimmt auf
die Anforderungen, Bedürfnisse des Vogels, der Taube als Vogel, eben viel, viel zielgerichteter praktizieren. Und deswegen schreiben wir ja so viel zu den Produkten und über die Produkte und unter anderem eben auch dieser Podcast hier, wo man das ausführlich darstellen kann. Für alle hörbar, überprüfbar, kann man ja, genau, die Aussagen kann man ja auf den Prüfstand stellen, also habe ich ja nichts gegen. Okay, dann fragt Rolf van Well, wie lange kann eine Taube fliegen, ohne Wasser aufzunehmen, Kilometer oder Stunden? Gute Frage, da gibt es Windkanalversuche von Professor Nachtigall und der hat ganz klare Korrelation der Umgebungstemperatur zur Thermoregulation und damit eben Flugzeit aufgemacht. Aus dem Kopf heraus habe ich, glaube ich, noch in Erinnerung, wenn die Umgebungstemperatur über 25 Grad ist, ist der Wasserverlust durch das Kühlen, also über die Aspiration, über die Atmung, was wir eingangs mit dem Häscheln ja beschrieben haben, wo Wärme abgegeben wird über das Verdunsten von Wasser. Also zuerst fängt die Taube an zu kühlen, indem sie die Füße etwas weiter in die Luft streckt. Ja. Wenn es aber warm ist, habe ich halt einen geringeren Temperaturgradienten, kann ich weniger Konvektion betreiben, weniger Wärme abgeben. Letztendlich effektiv macht sie das über die Körperflüssigkeit, über die Atmung. Und dann weiß man von den Ergebnissen von Nachtigall, dass nach 4 Stunden Flug bei über 25 Grad Temperatur die Tauben so viel Wasser abgegeben haben, dass sie Wasser aufnehmen müssen, weil es ansonsten letal ist. Die letale Menge, da müsste ich jetzt mal einen Vortrag rausholen, habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viel Prozent Wasser man abgeben kann, um, ich meine 10% sind es, der Körper, Körpermasse. Also ich glaube, bei 2% unter optimal sind schon 20% Leistungseinbußen und so, das ist also wirklich schon extrem. Genau, aber im Umkehrschluss halt, man muss dazu sagen, das waren Labortiere, ja, das waren jetzt ja keine, und das waren Kreuzungen zwischen Hochflieger und Brieftauben. Man muss die Laborwerte, glaube ich, noch ein bisschen anders sehen als eine top trainierte, leistungsfähige Brieftaube, die ja von Flug zu Flug sozusagen die Physiologie immer leistungsfähiger wird und damit auch die Thermoregulation immer leistungsfähiger. Ja? Also das muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Aber labormäßig, ganz klar, 4 Stunden, 25 Grad, also über 25 Grad, nehmen die Tiere so viel Wasser, geben die so viel Wasser ab zur Thermoregulation, dass sie Wasser anhalten müssen, um Wasser aufzunehmen. Übertragen jetzt auf den Sport und noch diese Differenzierung Labor, eben Freiland, glaube ich schon, dass man bei hohen Temperaturen sich sicher sein kann, dass auch die ersten Konkursflieger, wenn die mal 5-6 Stunden am Fliegen waren, bei 30 Grad oder 28 Grad, schon unten waren, Wasser aufnehmen. Und ich habe ja selber, habe ich auch schon mal erzählt, Stoffwechseluntersuchungen gemacht und habe das Gewicht der Tauben bestimmt. Ja? Also beim Einkorben, in so eine kleine Halterung, über eine Federwaage, das Gewicht bestimmt. Und wenn die Tauben wieder nach Hause kamen, bevor sie Wasser aufnehmen konnten bei mir, habe ich sie gegriffen, wieder das Gewicht bestimmt, habe dann die Differenz gebildet am Einsetzen nach Ankunft und ich habe Tauben dabei gehabt, die sind nach Hause gekommen, waren schwerer als beim Einkorben. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, weil sie ja Energie verbrannt haben, der Kopf normalerweise ja leer ist. So, und die haben garantiert auf der Strecke kurz vor Ankunft noch eine halbe Stunde, Stunde vorher nochmal Wasser aufgenommen. Und wodurch dann sozusagen das Körpergewicht, die Körpermasse eben höher war. Und also weil ich eben das Wasser gemessen habe und nicht jetzt Muskulatur oder so. Ne? Und diese Messungen habe ich nachher auch eingestellt, weil das ein zu undifferenziertes Bild dargestellt hat. Also da konnte man keinen Trend erkennen und dann habe ich diese Daten auch nicht mehr weiter bearbeitet. Zeigt aber, ist ein Indiz dafür, dass viele Tiere unterwegs Wasser aufnehmen. Und bei hohen Temperaturen, wenn die Tauben wiederkommen, relativ, sagen wir mal, relaxed, ja, also wenig Erschöpfungszustände zeigen, die waren garantiert unten. Die waren garantiert unten. Das sind nicht die Supertiere, die halt das so wegstecken und da topfrisch ankommen. Die haben unterwegs Wasser aufgenommen. Die haben dann vielleicht da keine Minute Zeit verloren, ja, weil das geht ja, kann eine Taube auch sehr schnell machen. Sie kann sich natürlich auch an den See setzen oder irgendwelche Tümpel oder Wasserstellen und dann sitzt sie da 10 Minuten oder wie lange. Ja, die werden wahrscheinlich keine Preise fliegen. Das ist eine Strategie, Wasser aufzunehmen, die
zu kein Preisflieger einen macht. Aber wenn man das schnell macht als Taube, dann kann man ja trotzdem erste Konkurse erringen. Und das darf man nicht unterschätzen, dass Tauben auf längeren Strecken bei höheren Temperaturen in der Größen, also in Größenzahlen gehen die runter. Ja. Und die so fix und fertig ankommen, die waren garantiert, also würde ich dann immer vermuten, die waren nicht unten oder sehr lange Zeit nicht unten. Und haben sich auch verausgabt. Ne? Die, wobei man die Spitzen, diese, Entschuldigung, ja. Ja, bitte. Also wobei man die 4 Stunden ja jetzt nicht als Gesetz nehmen soll. Sie haben ja gesagt, das sind Laborwerte gewesen von nicht perfekt austrainierten Tauben, sondern man muss ja dann auch sagen, die 25 Grad, das war ja auch bei 25 Grad konstanten Temperatur. Wenn wir jetzt morgens mal das auf den Wettflug, Freiluftsport übertragen, dann hat man morgens vielleicht 12, 13 Grad. Da können die ja viel länger dann ohne Trinken auskommen. Also das heißt jetzt nicht, dass man immer nach 4 Stunden denkt, jetzt waren sie unten. Ja? Genau. Manchmal sieht man ja viele Tauben, die mit Algen an den Füßen wiederkommen und so. Oder ja. Ich selber habe es auch schon mal gesehen, da wo 15 Tauben im Ziehen waren, mit einmal drehte eine um, hat irgendwo einen Tümpel gesehen und dann von den 15, die geflogen sind, sind 12 mit runtergegangen, haben was getrunken, wieder hoch, die 3 sind dann alleine weitergeflogen und die 12 dann wieder hinterher. Das hat vielleicht 30 Sekunden gedauert, als sie getrunken haben unterwegs. Also ich kann mich noch gut an Bilder erinnern, da waren wir sonntags morgens früh am Badesee, weil es eben warm war, 10 Uhr und da sind Tauben drüber gezogen, die sind schon runtergekommen. Ne, ja. Manche haben sich so aufs Wasser gesetzt, Flügel auseinander, Schluck genommen und sind sie wieder hoch. Ja, und ein paar waren dabei, die haben das Land, also das Ufer angeflogen und sind dann da zum Wasser gelaufen, getrunken und haben dann da einen Moment gesessen. Ne? Ja, die sofort weitergeflogen sind, die waren natürlich viel schneller nachher, ist ja logisch. Und um 10 Uhr morgens, ne? Also das hängt natürlich auch noch ein Stück weit davon ab, wie die im Kabi Wasser aufgenommen haben, ja. Deswegen ist ja das Trainieren, dass sie im Korb Wasser finden und aufnehmen, halt auch durchaus wichtig. Ja. Sollte man den Tauben lernen, dass sie das auch beherrschen und können. Ne? Vielleicht ist es auch noch ein Tipp für viele andere Züchter, aber mir hat der Christoph Gründjens, ein sehr erfolgreicher Züchter aus dem Regionalverband Baden-Württemberg, ich glaube 651, hat mir gesagt, dass er das vorhat oder das ideal wäre, wenn man seine Jungen quasi in der Kiste hat und man fährt über am Baggersee, ja, wo halt jetzt nicht so viele Leute sind und gibt ihnen das Trinken oder bringt ihnen das Trinken aus dem riesen Teich oder See oder Badesee halt bei, dass sie halt da einfach sehen, okay, hier ist ein See, hier krieg ich auch mal was zu trinken, damit man halt unterwegs, man kann den Tauben ja das beibringen, wie sie das mal das Beispiel erklärt haben, dass sie auch über Wasser fliegen. Ja. Also kann man den Tauben beibringen und lehren. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Ergänzungen zur Federbalgmilbe, dass es auch ein Pilz sein könnte. Habe ich auch mal gelesen, aber die einschlägigen Tierärzte, die ich bisher kontaktiert habe, die haben immer gesagt, dass das diese Federbalgmilbe sei. Und wir haben noch eine Grußmeldung von Robert Nickel und Simon Ulrich. Simon, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum grandiosen Abschneiden bei dem Pyramids One Loft Race. Da hatte Simon die 3. und 4. Asttaube, glaube ich. Ja, wir haben jetzt noch einige Fragen aus der letzten Woche, die gehe ich jetzt mal durch. Da war eine, die haben wir nicht beantwortet, aus der vorherigen Woche. Moment, geöffnet habe ich sie. Und zwar von Hermann Josef Hartmann: Kann ich Avidras Plus zusammen mit Toliamin Forte und Dosto Oregano flüssig 12% geben? Ich würde natürlich die Empfehlung aussprechen, weil ich dort selber die Erfahrung auch habe, Avidres Plus mit dem Betiamin Forte zu verabreichen. Gerade das B12 ist ja, Vitamin B12 im sauren Milieu ja weniger lange stabil. Und wir haben im Betiamin Forte einen 50% höheren Vitamin B12-Gehalt seit neuestem oder seit einiger Zeit. Sodass wir halt mit einer höheren Menge sozusagen in die Fütterung gehen und insofern da einen großen Vorteil haben, zumal man sich hier auch, darf man sagen, auch den empfohlenen Verkaufspreis auch nochmal ansehen darf. Insofern kann man aber sicherlich auch das Toliamin mischen.
Auch Oregano-Produkte kann man mit der Säure zusammen mischen. Im Gegenteil, das ergänzt sich sogar. Die Cavagrol Thymol in den Effekten würden wir immer sogar empfehlen, das zusammen zu mischen mit den Säuren. Also insofern bei uns das Usnegano, da ist ja sogar noch Bartflechte mit enthalten, also Oregano, da kommt der Namensbestandteil Gano vom Usnegano her, und Bartflechte Usne Barbata, da ist der Namensbestandteil Usnegano sozusagen, setzt sich aus den zwei lateinischen Namen zusammen. Weiß gar nicht, Oregano ist das lateinisch, auf jeden Fall aus den beiden Namen, und genau. Also insofern kann man das mischen. Jetzt kommt seine zweite Frage. Er hat seine Tauben getrennt und zurzeit füttert er Zuchtfutter mit Paddy-Reis. Jetzt fragt er, ob er jetzt 14 Tage Fitness und anschließend zu den Foren Fitness zusammen mit Powermix umsteigen könnte. Ja, das kann man genauso machen. Ich würde eigentlich nicht auf 100% Fitness gehen, sondern wenn jetzt die Jungen schon weg sind, sozusagen Fitness kontinuierlich steigern, das kann man relativ schnell steigern, und dann die Zuchtmischung auslaufen lassen und gegen das Powermix ersetzen, oder noch länger die Zuchtmischung füttern, das wäre auch okay. Und naja, wir haben jetzt Mitte März, also kann man schon eigentlich auf die Reisemischung dann zu 50% oder 60-40 mit dem Fitness 60, könnte man eigentlich umsteigen, um die Kondition, Fitness der Tiere, also das Nicht-Verfetten sozusagen, ja, also die Futtermenge jetzt so gestalten, dass die Tiere halt wirklich nur so viel fressen, wie sie tatsächlich auch nötig haben, um dann hier besser ins Fliegen zu kommen. Okay. Herr Zimmermann fragt, Sven Zimmermann, hallo Herr Berger, hallo Herr Wolf, ab wann lassen Sie das erste Mal die Reisetauben raus und wann haben Sie die erste Vortour in der V-Zirka angesetzt? Das ist jedes Jahr ein bisschen unterschiedlich. Dieses Jahr habe ich relativ früh wieder die Tauben rausgelassen. Relativ, also für mich, für meine Verhältnisse relativ früh. War jetzt, wie lange lassen die alten Tauben schon raus? Ich glaube schon 3 Wochen. Also schon noch im Februar habe ich angefangen, die wieder rauszulassen. Die Jungen waren ja schon eingewöhnt, da habe ich die ganze Zeit auch noch keine großen Probleme gehabt, aber seit jetzt 14 Tagen, dann habe ich hinter den Jungen mal her, dann nochmal, und jetzt vor 4 Tagen, glaube ich, waren dann 2 Junge weggekommen, und das war auch durch Habichtangriffe. Also das war ein sensationelles Bild, ja, wenn das schon Preisflug gewesen wäre, da waren die Jungen am Fliegen und dann Angriffe. Und dann sind die runtergeschossen, auf dem Ausflug gelandet, also wie Raketen, ja. Also die sind geflüchtet halt, ne. Also es war ein fantastisches Bild, wie die da angeschossen kamen. Aber abends haben 2 Junge gefehlt, das war dann nicht mehr so schön. Und was, vorgestern? Gestern habe ich sie nicht rausgehabt, es muss vorgestern gewesen sein. Also vor 4 Tagen... war dann 2 Habichte am Jagen, haben die, ich glaube, das waren die Weibchen, die ich mittags rausgelassen hatte, also so um 14 Uhr. Da hat er die, haben die, sind die Weibchen ganz schön aufgemischt worden von 2 Habichten, die haben da irgendwie gemeinsam gejagt. Und einen Tag später habe ich sie aber wieder, keine erwischt, einen Tag später hatte ich sie wieder draußen, und das hätte ich nicht machen dürfen. Da war dann der Wanderfalke noch mit dabei. Und naja, die Tauben ab. Und hoch in alle Himmelsrichtungen, ein Teil, so die Hälfte ist im Schwarm geflogen und war dann weg, und ist ja ein gutes Training, ja, fliegen sie natürlich auch animiert, werden sie animiert, länger zu fliegen, ohne das wären sie wahrscheinlich schon früher wieder gelandet. Auf jeden Fall waren dann 2 Tauben am Himmel, und dann kam der Wanderfalke, der ist so einfach hingeflogen, hat die sich gegriffen, ist so abgezogen, ne. Und das war so hoch, so weit weg, kannst du nichts machen. Und das war bitter, ein jähriges Weibchen, also eine fehlt. Und dann sind die nach und nach gekommen, reingeschossen. Die alten Weibchen waren ja dann ruckzuck drin, aber 3 alte Weibchen waren gar nicht da. Und ich habe nur 9 alte Weibchen. Also, und so 6, 7 haben auf dem Dach gesessen. Die waren so paralysiert. Und 8 Tauben waren verschollen, ne? Keine mehr geflogen, und naja, und nachher sind die Alten dann so kurz vorm Dunkelwerden, ne, kamen dann die Alten angeschossen,
und noch Jährige angeflogen und eine war dann weg. Das war die der Wanderfalke sich geholt hat. Die habe ich dann keiner erwischt, da haben sie sich die Tauben retten können. Aber jetzt habe ich sie gestern nicht mehr rausgelassen und heute auch die Jungen nicht mehr rausgelassen. Jetzt muss ich erstmal eine Woche Pause machen. Jetzt sind auch die Jungen geschlüpft seit 4, 5 Tagen. Jetzt bald bringe ich und dann ist es eh besser, wenn da keine Verluste sind, weil dann hast du wieder mit dem Füttern ein Problem und so weiter. Also ich warte jetzt. Das Gute ist, da ich so früh angefangen habe, die sind schon relativ eingeflogen, haben noch nicht so lange trainiert, aber das ist auch mit dem Neststand und so weiter ein bisschen bedingt, denke ich. Genau, und werde jetzt auf jeden Fall 10 Tage warten, sprich Ende März jetzt erst wieder die Tauben rauslassen. Und die Jungen werde ich schon ein bisschen länger festsetzen, weil was soll ich die jetzt riskieren? Die sind eingeflogen schon, die kennen, also die werde ich nicht mehr verlieren, wenn ich sie dann anfange wieder rauszulassen, sondern nur, wenn der Habicht kommt. Und das muss ich jetzt nicht haben, da ist ja noch eine ganze Sommerzeit, dass die ins Trainieren kommen. Und genau, und die Alten, das wird ja dann, wenn die Jungen, also bei den Vögeln, wo ich ja die Weibchen nicht setze, das sind 18 Paare, da wird es so sein, dass ich dann die Weibchen wahrscheinlich mit dem Jungen wegnehme und die Vögel dann wieder anfangen rauszulassen, dann werden die ja normalerweise gut trainieren. 15 Paare habe ich, wo ein Weibchen jetzt fehlt. Die ziehen keine Jungen groß, die sind jetzt am Überbrüten, die werden dann ja aufstehen, da werde ich die Vögel mit den Alten dann auch zusammen trainieren können. Und 21 Weibchen, die ihre Jungen selber großziehen, da werde ich so ein bisschen Umlauf machen, dass die nachmittags dann die Weibchen Freifluch erhalten. Also ich werde dann etwas kleinere Pulks haben sozusagen, ja, dass ich nur diese 21 Weibchen fliegen lasse, die 14, die noch da sind, getrennt fliegen lasse. Wird ein bisschen zeitintensiver, aber ich will sie eh nicht so lange trainieren lassen am Haus. So 15, 20 Minuten, wenn die das dann fliegen, ist es okay. Und dann ist es ja April, wenn ich dann merke, dass der Greifvogel hier am Haus, also das war gestern auch kein Freiflug, aber der war hier. Ne? Ich war mit der Kleinen draußen, wir haben ja hier einen kleinen Spielplatz, Sandkasten und so weiter. Und ich natürlich immer einen Blick nach oben, die Tauben in der Voliere, die haben ab und zu mal geguckt. Und der war ständig am Fliegen. Ja? Also der hat spekuliert, dass er wieder den gedeckten Tisch hat, dass die Freiflug kriegen. Und ich habe jetzt nicht den Mut, sie mal morgens, vormittags rauszulassen. Da waren vormittags noch keinerlei Angriffe, zumindest keine, die ich mitgekriegt hatte. Aber ich habe den Mut jetzt nicht, weil der hat sich momentan auf den Standort hier eingeschossen. Ist ja klar, der hat jetzt Junge zum Fraß bekommen und jetzt das alte Weibchen, die Jährige. Und also da ist es dann besser, erstmal jetzt zu pausieren. Und wenn ich wieder Freiflug gebe und er kommt wieder ständig, dann werde ich sie einkorben und dann nur auf dem Auflassplatz fahren, erstmal nicht so weit und dann sie quasi nur nach Hause fliegen lassen. Und ja, ist schlimm, ja. Ja, das ist bei uns nicht anders, leider. Matthias Frank fragt, hallo, was kann die Ursache sein, wenn die Taube dann als erstes Ei ein sehr, sehr kleines Ei legt und das zweite ist aber von normaler Größe? Das hat man ja manchmal bei jährigen Tauben, die also überhaupt das allererste Mal legen. Das kann einfach in der Eibildung noch begründet sein. Ein sehr kleines Ei hat manchmal gar keinen Dotter, dass die Eibildung, Eischalenbildung schon irgendwie eingesetzt hat, ohne dass da ein Dotter mit eingepackt wurde. War vielleicht kein Eisprung oder dass der Dotter, ja, physiologisch habe ich noch nie beobachtet, ist mir ja nicht dabei. Also wenn ein Dotter nicht verstofft, nicht zu einem Ei gebildet, was passiert mit dem Dotter, wenn der im Eileiter ist? Was passiert mit dem eigentlich? Die müssen den ja loswerden. Verdauen tun sie ihn nicht. Oder? Ja, also so verdauen oder so, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Mit dem Eileiter nicht. Nee. Also es wird wahrscheinlich ausgeschieden und den sieht man dann gar nicht. Genau, also so ein kleines Ei, das kann, da würde ich mir jetzt überhaupt keine großen Gedanken machen, das ist nicht gut oder nicht schön, nicht gut ist vor allem nicht schön, weil fehlt ja quasi ein Junges, wenn man so will, aber ja, ist, also da würde ich mir jetzt gar nicht so extrem viel Gedanken machen. Ist ja halt häufiger bei sehr jungen Weibchen, wenn die schon legen, das erste Ei, was überhaupt gelegt wird, ist ja meistens sehr, sehr klein.
Ja. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Hermann Josef Hartmann. Ich war gestern in Lembeck, also bei Mühle-Gladen, und wollte Mifuma Power Mix kaufen. Dort wurde mir gesagt, dass Mifuma Power Mix zurzeit wegen Problemen mit der neuen Rezeptur nicht geliefert werden kann. Kann Herr Berger dazu was sagen? Ja, ich bin da selber auch betroffen, habe auch schon vor längerer Zeit bestellt und warte auf Power Mix. Also meine Tauben kriegen gerade ja Zucht und Mause Sonderklasse, weil sie ja am Züchten sind. Die Jährigen, die jetzt trocken gespielt werden, die 15 Paare eigentlich, die wollte ich, den hätte ich jetzt eigentlich auch schon Power Mix mit Fitness gefüttert. Die kriegen jetzt halt Sonderklasse mit Fitness. Und der Grund ist die Perilla. Perilla-Saat ist dort ja mittlerweile drin. Wir haben ja die Mischung da nochmal aufgewertet mit der Hineinnahme von Perilla-Saat. Und genau, und das ist aber jetzt gestern. Ich habe mit Herrn Vetter nochmal gesprochen heute. Das Gute ist gestern. Erklärung, Herr Vetter. Herr Vetter ist der Geschäftsführer von Mifuma. Genau, mit dem Geschäftsführer von Mifuma gesprochen und er hat mir bestätigt oder mitgeteilt, dass gestern wieder Power Mix gemischt wurde, sprich die Auslieferungen gestern und heute gestartet sind. Meine Palette, wo Power Mix mit drauf ist, soll auch unterwegs sein, aber der Handel wird natürlich jetzt auch entsprechend, wie das genau abgearbeitet wird, das kann ich jetzt nicht sagen, aber seit heute spätestens wird wieder Power Mix ausgeliefert und sollte dann auch in den nächsten Tagen beim Händler eintreffen. Ist natürlich immer so, dass man diese speziellen Mischungen nicht auf Vorrat produziert. Ja, das ist ja etwas, was ich auch gut finde bei Mifuma. Zumal zum Beispiel der fettreiche Top-Mais der letzten Ernte ja jetzt erst eingesetzt werden kann. Ja, im Januar ist er ja noch gar nicht verfügbar, weil der ja luftgetrocknet wird oder schonend getrocknet wird. Und dieses Ganze, zumindest war das in der Vergangenheit immer so, dass die frische Ernte vom luftgetrockneten Gripsmais ist es aber auch genauso. Da ist ja sogar noch eher der Fall, dass da die neue Ernte eigentlich erst Anfang März, Ende März manchmal überhaupt erst eingesetzt wird. Das ist völlig normal. Also insofern finde ich das gut, dass man da nicht auf Vorrat produziert, auch wenn es natürlich ein bisschen Druckpunkt gibt, wenn der hohe Bedarf dann in kurzer Zeit gefertigt werden muss, weil es ja ein sehr saisonaler Artikel ist. Und es ist ja noch Zeit, ja, jetzt haben wir Mitte März, wenn nicht Ende März jetzt in 10 Tagen, 14 Tagen, also ich denke, es kommt jetzt früher an, aber wenn es erst in 14 Tagen kommen würde, ich glaube, letztes Jahr war das sogar so, da war es ja mein Verschulden, da habe ich es viel zu spät erst bestellt und habe dann erst im Anfang April angefangen, halt Power Mix zu füttern, ist jetzt auch nicht so dramatisch, man kann dann ja über Fitness und Zuchtfutter das entsprechend leichter handhaben. Und das Schöne an diesen Mischungen ist ja, dass sie von der Komponentenauswahl ja eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Ja? Also man hat da nicht, das sehe ich relativ entspannt, vor allen Dingen, wenn man innerhalb der gleichen Marke auch ist, also von den Zucht-Mauser-Mischungen von Mifuma kommt, dann sehe ich das relativ entspannt. Da sind ja zum Beispiel auch ein Zucht- und Mauser Premium, auch in Sonderklasse, ist ja auch Top-Mais enthalten. Genau. Das heißt, die Tauben kennen das ja halt auch, das empfiehlt sich dann auch da, markentreu zu sein. Genau. Ja, dann haben wir die letzte Frage für heute, das ist von Mike Ersbold. Guten Tag zusammen. Ich habe in einem Bericht über Fütterung gelesen, dass bei der Zufütterung von Carnitin mindestens 10% Fett im Futter enthalten sein muss. Sonst sei die Wirkung nicht da. Können Sie das so bestätigen? Die Frage hatten wir ja live heute noch erhalten. Ja, die war aber nicht von dem Mike Ersbold, deshalb bin ich den noch. Tatsächlich? Ja. Das ist ein Indiz dafür, dass man die gleiche Information bekommen hat. Ja, von Martin Schulz, 11.38 Uhr. Ja, da würde ich jetzt verweisen wollen auf die Ausführungen, die ich eingangs zu dieser sehr ähnlichen oder fast identischen Frage gegeben habe. Kurz nochmal, man muss nicht unbedingt ein fettreiches Futter füttern, um die Vorteile des Carnitins zu nutzen. Ein fettreiches Futter für sich während der Reisesaison, kontinuierlich über die gesamte Woche, hat alleine für sich schon einen sehr großen Nutzen. Ist ein Vorteil, ist besser als eben Reisefutter, die einen geringen Fettgehalt haben.
Aber die genauen Begründungen dafür, da würde ich jetzt empfehlen wollen, das nochmal von Anfang an zu sehen. Oder man kann ja, das kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen oder zeigen. Wie zeige ich das denn? Man kann ja, wenn man den Podcast sich ansieht, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal. Ach so, ja. Ich öffne da jetzt mal und halte es gleich an. So, und jetzt versuche ich das Fenster mal zu teilen. Share Screen. Oha, jetzt habe ich so viel geöffnet hier. Eieiei, wo ist es denn? 10. März, das müsste es sein. So, sieht man das jetzt hier? Ja. Ja. So, dann kann man einmal hier unten lang scrollen. Hier unten lang scrollen und sieht die Fragen, die gestellt wurden. Also hier zum Beispiel Basics für die Brieftaubenzucht. Oder hier sind Avitres, Avitestin vergleichbar. Und so weiter. Also so kann man sich quasi, wenn man jetzt nicht den kompletten Podcast, also jetzt seit knapp einem Jahr, ist ja wirklich unheimlich viel Material, wenn man sich das, wenn man jetzt einsteigt sozusagen oder eine spezielle Frage hat, dann kann man die Podcasts sich hierüber strukturiert einmal durchklicken und sieht, ob da ein Thema dabei ist, was einen besonders interessiert. Oder man scrollt ein bisschen runter und hat dann hier sozusagen die Fragen mit der entsprechenden Zeit und springt dann sozusagen sofort und scrollt dann und springt dann sofort, wenn ich hier also die Zeit anklicke, hier, ich sag mal, Jungtaubenkrankheit, zack. So, und springt dann sofort zu der Frage, die sozusagen die gestellt wurde. Und kann, also man kann quasi jetzt hier seine Frage sich heraussuchen. Oder man nimmt einen anderen Podcast aus einer anderen Zeit. Ich kann nochmal zurückgehen. So, hier sind die ja unter unserem YouTube-Kanal, Rönnfrid TV, Videos. Hier sind wir gerade live. Und das sind die von letzter Woche und so weiter. Noch ein bisschen andere Werbung für Geflügel mit dabei. Oder Kurzvideos, wo Produkte erklärt werden. So kann man hier das sich sozusagen durchklicken. Gehen wir mal hier rein. So. Ich halte es gleich an, das müssen wir ja nicht hören. Und haben hier also die ganzen Fragen, die wir in diesem Podcast abgehandelt haben. Wie wird CaniSpeed richtig eingesetzt? Ja? Zack. Anhalten, 24, 54, sofort hingesprungen. Also ist relativ einfach, kann man relativ schnell sich einen Überblick verschaffen, welche Fragen gestellt wurden und findet dann dort halt entsprechende Antworten. Das ist etwas, was wir eingerichtet haben. Also da sitzt jemand jetzt nach diesem Podcast heute und schaut sich das nochmal an und schreibt quasi die Fragen auf mit den Zeiten, sodass es die Züchter hier, unsere Fans, sozusagen einfacher haben, schneller ihr Thema zu finden und nicht gezwungen sind, von null bis zum Ende des Podcasts sich das alles anzusehen. Das ist ja doch sehr, sehr viel. Und man würde vielleicht durchscrollen und dann eine wichtige Frage, die einem interessiert, vielleicht verpassen. Und über diese Möglichkeit kann man das recht gut strukturiert sich anschauen. Jetzt kommt eine Frage noch, die ich jetzt schon als abschließende Frage heute sehen wollen würde. Entschuldigung, von Benjamin Korbel. Hallo euch zwei, wie setzt der Berger Alasan in der Reisesaison ein? Danke. Alasan setze ich ein am Einsatztag und in der ersten Tränke, wenn die Tauben wiederkommen. Hab aber eine schlechte Nachricht, denn das Produkt wird nicht mehr hergestellt, beziehungsweise wir haben den Vertrieb von dem Produkt eingestellt. Ist ja ein homöopathisches Arzneimittel und schön, dass hier mal eine Nachfrage kommt, aber insgesamt ist das Produkt nicht so stark im Markt von den Züchtern sozusagen genutzt
Und deswegen haben wir entschieden, dass wir diesen Artikel nicht mehr weiter anbieten werden. Ja, vielen Dank dafür. Entschuldigung, ich habe noch eine Frage vergessen von Jan Oskam. Hallo, ist es bedenklich, wenn die Jungen im Nest liegen, um Blitzform und oder Usnegano in Getränke zu geben? Usnegano habe ich gar kein, sehe ich gar keine Bedenken. Beim Blitzform tatsächlich auch nicht. Selber fütter ich aber gar kein, also fütter ich es nicht, wenn ich Jungtiere züchte. Kann gar nicht sagen, warum. Also es gibt ja viele Züchter, die wirklich jede Woche einmal in der Woche Blitzform geben, das ganze Jahr über, also 52 Wochen sozusagen, immer einen Tag Blitzform. Ich mache das während der Reise und so im Winter während der Mauser gebe ich relativ viel Blitzform, um den Stoffwechsel anzuregen, damit die Mauser zu beschleunigen. Aber werde, also meine Zuchttauben, unten gebe ich gar keinen Blitz. Also im Zuchtschlag gebe ich keinen Blitz. Mache ich nicht. Das hört der Produktmanager jetzt nicht so gerne, aber es ist so. Das zeigt ja nur, dass sie auch noch Verbesserungspotenzial haben. Ja, wir haben ja am Ende, was machen wir? Wir haben ja mit Blitz zwei Funktionen. Einmal ist es die Keimdrucksenkung auf den Schleimhäuten, hier Pilzinfektion und so weiter. Ich habe einen Offenfrontschlag. Gut, ich mache da Roste, ich mache da nicht so sauber. Das heißt, die Pilzbelastung könnte schon eher ein bisschen höher sein. Ich benutze ja jeden Tag Avitresse, also insofern habe ich da eine Keimreduzierung. Die Hefen mit der Säure, es funktioniert auch ein bisschen. So, und also von daher, und die Stoffwechselanregung, die Zuchttauben, die haben ja diese Stoffwechselanregung im Bereich der Zucht, bewerte ich jetzt nicht als so primär. Ich fütter ja Zucht und Mause Sonderklasse, da sind die ummantelten Körner drin. Ich fütter viel Beta-Amin Forte, da ist ja auch ein bisschen Jod, Kaliumjodid mit drin. Also ich glaube nicht, dass meine Tauben einen Jodmangel haben, auch wenn sie keinen Blitz extra bekommen. In der Reisezeit nutze ich es aber, weil damit eben Stoffwechsel ja deutlich verbessert wird oder angeregt wird, angehoben wird. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt bei den Zucht als notwendig. Wie sehen Sie das denn in der Nestphase von den Jungen? Total unproblematisch, weil ich viele, wie Sie schon sagten, auch kenne, die das auch wirklich jeden Sonntag, ist bei denen immer Blitztag, und also Blitzformtag, und dann machen die das bei allen Tauben zu jeder Jahreszeit immer Blitzform. Und ich halte das auch für nicht so schlecht, gerade dass, wenn man hört ja immer wieder, dass die Tauben dadurch wirklich in Schuss kommen und dass sie wirklich eine gute Form an den Tag legen, und das schadet ja zumindest bei den Zuchttauben ja auch nicht, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass Wolfgang Röper auch seinen Zuchttauben und auch den Jungen auch immer wieder rote Sei gibt, ne? Ich sehe jetzt, das sind auch die wenigsten, die das machen. Aber auf jeden Fall sollte man drüber nachdenken und das mal probieren. Ich selber habe es jetzt auch noch nicht probiert, ne? Aber man sollte das mal probieren, weil die Phosphorquelle ist vielleicht für den Knochen und ja, für das Wachstum der Jungen auch nicht ganz schlecht. Also sind wir jetzt von Rotosal auf Blitzform gesprungen. Sie sind jetzt, glaube ich, eingefroren, Herr Berger. Ich hoffe, dass Sie trotzdem noch zu hören und zu sehen sind. Jetzt sind wir kurz nicht zu sehen hier. Ja, Sie waren gerade weg irgendwie. Ja, Sie auch. Okay. Also bei mir waren beide Bildschirme nicht zu sehen. Aber wir sind wieder da. Ich habe fleißig weiter erzählt die ganze Zeit. Okay, also das würde ich mal dieses Jahr testen, bei den Jungen Rotosal zu geben. Apat Kerekes fragt, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, hallo, welche Produkte würden Sie verwenden, wenn unser letzter Flug 1260 Kilometer Berlin bis zu mir ist. Wie würden Sie Ihre Tauben vorbereiten auf so einen Marathonflug? Ich gehe davon aus, dass wir hier einen Sportsfreund aus Rumänien sehen, denn die haben Nationalflug Berlin. Von der Entfernung sollte das ungefähr hinkommen. Also wahrscheinlich weiter im Süden, eher an Richtung Bukarest gelegen, also Berlin, genau, weiter im Süden. Und wie würde ich da die Tauben vorbereiten? Ich glaube, für die Weitstrecke und so einen Marathonflug zum Ende der Saison, das ist ja relativ am Ende,
ist es wichtig, dass man, dass der Substanzverlust über die ersten Flüge, also alles, was vorher stattfindet, dass man da dafür sorgt, dass die Tauben immer ordentlich mit Energiereserven ausgestattet werden, damit der Substanzverlust bis zu diesem Flug eben nicht so hoch ist. Und dann, das, was eigentlich aber auch bei 600 Kilometer wichtig ist, eine hohe Energieversorgung über die fettreiche Ernährung, das würde ich hier auf jeden Fall auch sicherstellen. Genau, dann würde ich ganz klar auf unser Rotosal zurückgreifen, 2-3 Tage vorm Einkorben dann, auch am Einkorbtag noch, weil da haben wir sehr gute Erfahrungen, dass die Tiere die weiten Strecken vor allen Dingen auch wirklich überragende Erfolge dann immer noch verzeichnen, also sehr, sehr gute Abschneiden. Und das hat offensichtlich einen sehr positiven Einfluss, ohne dass ich das genau begründen kann, warum das der Fall ist. Weil der Rotosal ja eigentlich eher für die Regeneration ist, aber ist offensichtlich für die Vorbereitung auch sehr positiv. Genau, also das ist hauptsächlich die Energieversorgung, ja. Die Wirkstoffversorgung sollte man auch über die ganze Saison eher aufrecht und hochhalten, damit es gar nicht erst zu einem Mangel kommt, ne? Also der Motor, das braucht ja immer Öl, nicht weil ich nur 100 Kilometer fahre oder 1000 Kilometer fahre. Ich kann auch bei 50 Kilometer einen Kolbenfresser oder 10 Kilometer einen Kolbenfresser haben, wenn ich nicht genug Öl im Motor habe. Als Beispiel, als Bild mal, was quasi eine Wirkstoffversorgung ja sicherstellen muss. Also insofern ist die Vorbereitung zu den weiten Flügen eigentlich eher mit mehr Ruhepausen, private Training und auch das Fliegen am Haus vielleicht ein bisschen mehr zurücknehmen, also Energiereserven eigentlich schonen und Belastung wegnehmen, das ist eigentlich wichtig für die Vorbereitung zu weiten Flügen. Okay, jetzt kommt noch eine Frage rein, also wir werden an Fragen nicht müde heute. Tiberius Anghiel fragt, hallo, can I also use Arbidress with Usnegarne to breeding and young pigeons frequently? Thank. Yes, of course, you can use Arbidress together with Usnegarno. Myself, especially, I use it in the breeding period. After I start breeding, when all pigeons have eggs, I use for 7 to 10 days Arbidress together with Usnegarno. And in addition, Vitalotop is a other supplement which decrease infection pressure. And later you can use it every week, 2-3 days per week, that's no problem. Yeah, it is an advantage if you do it because you have a natural product without negative side effects, which decrease the infection pressure, and that is an advantage. Also, when you separate the youngsters in the young bird loft, you can continue using these two products. Also, das war jetzt auf Englisch, weil die Frage auf Englisch kam. Habe ich versucht. Ich glaube, es war verständlich. Kann man zusammengeben, auch während der Brutphase sehr gut, auch dann weiter wöchentlich, 1-3 Mal vielleicht, wenn Jungen im Nest liegen. Am Ende vom Tag muss man es nicht zwingend machen. Wenn der Infektionsdruck weg ist, auch niedrig ist, die Tiere sind topfit, da muss man nicht ständig Usnegarno mit zusätzlich einsetzen. Kann man aber machen. Das ist immer jetzt wie so ein bisschen abhängig, also eine Frage des Bedarfs. Wenn die Tiere top aussehen und so weiter, würde ich das jetzt nicht dauernd einsetzen wollen. Aber wenn der Kot mal nicht so ist oder wenn ich sie rauslasse und die sitzen auf dem Boden, rennen rum, also immer wenn ich so ein bisschen Eintrag von Keimen vielleicht habe, dann macht es durchaus Sinn, hier über den natürlichen Weg da entgegenzuwirken. Also ich sehe auf jeden Fall Bedarf an einem Geflügelpott-Videocast und an einem englischen Videocast. Ja, vielen Dank, Herr Berger. Vielen Dank für die zahlreichen Fragen, die uns erreicht haben. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Darf ich immer sagen. Und dann alles Gute bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.